Reisen hat viele positive Effekte. Besonders wichtig ist der Tourismus für Menschen in Entwicklungsländern. Denn er schafft dort Perspektiven auf Stabilität und Wohlstand. Ein Beispiel. Ein Flugzeug der TUIfly fliegt zweimal täglich von Deutschland nach Ägypten und bringt damit pro Jahr über 130.000 Urlauber dorthin. Die Flugverbindung sichert in Ägypten 9.000 Arbeitsplätze. Diese Menschen können sich und ihren Familien eine solide Existenz aufbauen. Ganz im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Die deutsche Politik belastet diesen positiven Effekt jedoch erheblich. Denn erstens werden allein die beiden TUI-Flüge jährlich mit über 3 Millionen Euro deutscher Luftverkehrssteuer belastet. Zweitens fallen Luftsicherheitskosten in Höhe von rund 1 Million Euro an. Anderswo übernimmt das zu Recht der Staat. Und drittens wird eine Urlaubssteuer auf angemietete Hotelzimmer erhoben, auch in Entwicklungsländern, ebenfalls eine rein deutsche Abgabe. Diese Millionenbelastungen bremsen das Jobwachstum und damit die Armutsbekämpfung weltweit. Wer Entwicklungsländer fördern will, muss hier umdenken. Es lohnt sich. Mehr zum Thema auf www.politiklounge.com.